Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Transimworld 3. Ja, heute zeige ich euch unter anderem die Lackierung der IGE 482046 in der Version vom lieben Cat Gaming. Hat er mich darum gebeten. Deswegen haben wir da so ein paar Fahrzeuge jetzt momentan am Start, die da irgendwie im Abstand von 2 Tagen kommen. Und dazu zählt halt auch diese Variante dieser Lokomotive. So, erstmal positiv, was ich noch eben anmerken wollte, deswegen sind wir jetzt auch im Hauptmenü. Oder in dem Untermenü. Sobald man die Lok auswählt, macht er es vernünftig. Also er gibt als erstes wirklich die Zuggesellschaft an, dann die Baureihenbezeichnung und anschließend die, ja, Zuteilungsnummer, wievielte Lok das ganze Ding ist. Ihr kennt das ja. Und haut hinten dran sogar noch seinen Tag dran. Also sprich, Cat für Cat Gaming. Hat den Vorteil, man weiß immer genau, welche Lok es sich handelt. Wenn ich jetzt hier unten sehe, beispielsweise bei der Lok Motion 662, ey, keine Ahnung, oder Metrans, von wem war das Ding? Ich weiß es nicht. Also, ich weiß, das Problem ist, ich habe jetzt beispielsweise hier allein nur von der Lok bestimmt 20, 30 Lackierungen am Start und das Ganze wird halt unübersichtlich auf Dauer und dann hat man hier RTB, SBB Cargo, Rhenus, alles schöne Repaints, aber man kann es nicht mehr zuordnen. Weder von wem es war, noch sonst was, man muss dann auch, wenn man die Sachen nachher doch deinstallieren will, weil man eine schönere Version gefunden hat von der Lok und die auch nicht unbedingt doppelt haben möchte, muss man dann immer 20 Jahre hinterher suchen. Nee, Katastrophe. Ich meine, ich glaube, die HSL da unten war auch von Cat Gaming oder hier oben, die sind auch von Cat Gaming, ne? Aber wir gehen jetzt auf jeden Fall auf die hier ein. Hat er sehr schön gemacht. Wäre cool, wenn er so weiter mach's und allgemein, wenn ihr auch Lokomotiven erstellt oder auch Fahrzeuge oder so, macht halt mal ein bisschen verhältnismäßig einheitlich und so, dass man die auch mal wiederfindet und auch zuordnen kann im Spiel, zu welchem Ersteller die gehören. Dann hat man halt nachher einfach ein bisschen angenehmer. Ist schöner. Weil in der Metrans kann ich mir jetzt gerade gar nichts vorstellen. Bei einer Railpool anscheinend auch relativ wenig. Ja, okay. Könnte jetzt natürlich die Standardlackierung sein. Ich weiß es aber nicht. RTB noch weniger. Und andersrum mit der Lokbezeichnung, wenn man die voll hat, kann man auch Google anschmeißen und findet diese Lok auch. Das ist ja das ganz Interessante. Deswegen gucken wir uns jetzt mal an, wie das Ding eigentlich aussehen soll. Mal so ein bisschen als Abwechslung. Und da haben wir sie. Die 482046 IGE. Was fällt uns auf? Eigentlich eine SBB Cargo-Lok gewesen im Ursprung. Ihr habt da das so ein bisschen. So sah der Hobel mal. Ich weiß gar nicht. Wann war das denn? Also die war bis 2020. Richtig? Richtig. Bis 2020 noch bei der SBB unterwegs. Ist dann dort verkauft worden an die EGE. Dann haben wir sie im roten Zustand. Das ist der Betriebszustand, in dem seine Lackierung auch ist. Das heißt, der Hobel sieht gleich so aus. Wirklich eine schöne Lok. Auch in dem, einfach in dem Purpurrot. Total klasse. Meiner Meinung nach, ne? Hat eine Schweizer Zulassung, deswegen auch als RE 482 und nicht als Baureihe 185 unterwegs. Aber unterm Strich eigentlich das gleiche in Grün. Klar gibt es so ein paar Abwandlungen, ne? Aber so vom Grundprinzip her ist das die gleiche Lok. So. Und mittlerweile fährt der Hobel als Jim Knopf unterwegs. Wir sind zwar nicht Jim Knopf, aber wir sind mehr als 13 Wilde und, kann ich gar nicht lesen, suchen dich für unsere Eisenbahngilde. Also, das heißt, jetzt bewerben bei IGE. Ich weiß zwar nicht, wie sie zahlen und so weiter, aber könnt ihr auch mal reinschauen. Vielleicht denke ich dran, dann kommt oben im Abspann irgendwie ein Werbevideo zu IGE. Müssen wir mal gucken. So, jedenfalls, das ist der Hobel. Wir machen das ohne diese Werbeaufschrift für Personal, weil der Personalnotstand, der ist anscheinend überall ausgebrochen. Gerade im Eisenbahnbereich schon seit Jahren ein bekanntes Thema. Aber muss sagen, mittlerweile gibt es auch die ersten Unternehmen, die wirklich fair für ihre faire Angebote machen. Also, ich vergleiche das ja mit einem Job in der Industrie, weil hier hat man eigentlich keinen. Man hat. Entweder man ist ein Freak, okay. Aber eigentlich hat man kein Leben im Beruf, muss man so sehen. Also gerade im Güterverkehr. Man ist immer auf Achse, man schläft woanders. Auch wenn du IC fährst, ist das gleich in Grün.
Heute im Hotelzimmer in Ulm, morgen bist du dann auf einmal in Hamburg. Ja, ist halt so eine Sache. So, wir gehen heute auf den 8. März, das müsste ja heute sein. Wetter sollte leichter Regen sein. Standwetterbericht von, so gesehen, jetzt letzter Woche. Ja, und wir machen heute mal eine Abendtour. Würde ich sagen, ne? Oder mittags? Ne, wir fahren gegen Abend. Dresden, ja, wir fahren mal von Röderau. Oder nach Röderau. Ja, wir fahren von Röderau nach Dresden. Soll eine Stunde dauern. Ich bin mal gespannt, weil normalerweise dauert das Zeug eigentlich immer hier so eine halbe. Aber gut, machen wir mal. Und ja, worauf wollte ich jetzt gerade hinaus? Also, ne, mittlerweile gibt es die ersten Unternehmen, die wirklich auch außertariflich zahlen. Teilweise auch wirklich besser als jemand, der in der Industrie arbeitet. Beispielsweise als Schweißer, Zerspaner oder so. Muss man echt ganz klar sagen. Also ich habe jetzt wohl auch schon ein Unternehmen, Namen nenne ich jetzt nicht. Wer suchen will, kann danach suchen. Hat jetzt auch ganz kleine Stellenausschreibungen drin. Grundgehalt von 4.200 Euro brutto. Auf 35 Stunden die Woche, denke ich mal. Vielleicht sind es auch 40, ja. Aber wir reden jetzt hier nur vom Grundlohn. Dann kommen dann auch zuzüglich Zulagen und bla und blub. Ist nicht schlecht. Ein anderes Unternehmen hatte ich jetzt noch. Ich habe da neulich einfach mal nachgeguckt. Ne? Dann stand bei einem anderen Unternehmen in dieser Stellenausschreibung drin: Wir bieten 42 Tage Urlaub im Jahr. Wunderbar. Vor geraumer Zeit eigentlich noch undenkbar gewesen, gerade in dieser Branche, ne? So. Gut, wir haben das. Wir haben den nach vorne. Was brauchen wir noch? Wir haben gelernt, wir fahren ohne AFB. Wenn sie mag uns nicht. Und wir müssen noch die Beleuchtung einschalten, ne? So sieht der Hobel aus. Wie gesagt, die typischen, wie in der Vergangenheit schon erwähnt, die typischen Farbfehler, die das Spiel leider so hat, sind hier auch wieder am Start. Und ja, eigentlich sollte es gleich in Schnee übergehen. Ich bin mal gespannt. Also zumindest laut dem echten Wetterbericht. Vielleicht macht das Spiel das auch, dass wir jetzt gleich Minusgrade haben. Gleich ist gut, aber ja. So. Wir stehen hier auf jeden Fall jetzt vorne im haltzeigenden Signal. Und wir haben Autos hinten dran. Ja, fahren wir heute mit Autos. Ich meine, das Gute ist, die fahren ja wirklich allen möglichen Kram. Boah, wie lang ist denn das Ding? Eieieiei. Hat ja fast gar kein Ende. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir jemals hier von hier aus mit dem Güterzug irgendwie abgefahren sind. Ich glaube nicht. Ich glaube wirklich nicht. Jetzt habe ich mich auch noch rausgepackt. Ah, ne, da. Jetzt sind wir wieder da, wo wir hinwollen. Ich kriege den aber hier nicht schön drauf, ne? Also. So. Was haben wir noch? Also, ja, ich brauche eigentlich gar nicht mehr drauf eingehen. Das ist das Problem so, ne? Also wir haben eine schöne Lackierung. Wie gesagt, ergibt sich da richtig viel Mühe in die Dinge, in die Fahrzeuge. Das sieht man ja auch jetzt hier an diesen ganzen Bezeichnungen, ne? Der ganze Plunder ist drauf. Finde ich immer wieder klasse, muss ich nochmal erwähnen. Ja, es gibt auch andere Lackierungen von beispielsweise Nico King oder auch Dennis. Die machen auch schöne Sachen. Oder auch der LP Train Fan. Dann haben wir noch Train Fan DB, ÖBB. Die haben auch gute Lackierungen am Start immer gebracht, ne? Aber ja, man darf nicht vergessen, die einen machen das Ding auf Konsole. Was meiner Meinung nach wahrscheinlich von der Steuerung her und Handhabung noch schwieriger ist als mit einer Computermaus. Und das andere ist, auf dem PC hat man halt mehr Möglichkeiten, ne? Also durch Mods sind dann auch mehr als nur beispielsweise 300 Layers möglich. Dadurch wird das überhaupt erst ermöglicht, hier so viel aufschreiben zu können an den Seiten. Ja.
Hat mich jetzt mal interessiert. Steht da gleiche drauf? Nicht? Wir haben noch halt. Na, wir gucken nochmal eben das andere Bild rein. Das würde mich jetzt mal interessieren. Also 44 2 82 046. Wo haben wir sie denn, die rote? Wir hatten sie ja gerade irgendwo. Nein. Hier. Also wir haben das wirklich zusammen. 44 82 046. Ja, okay. Da haben wir ein Mängelchen. Wenn ihr genau hinguckt, dass sich das hier ein Leerzeichen ist. Eieiei. Cat Gaming, das geht nicht. Da muss noch ein Leerzeichen zwischen der 448 und der 4482 und 046 muss noch ein Leerzeichen zwischen. Das geht gar nicht. Also ich sag ja, hier Mann auf hohem Niveau. Du wolltest es so haben, du kriegst es. Was haben wir noch? Da haben wir einen Grafikfehler, hat er dran. Das hat er dran. Das ist so. Dann hat er sogar. Den Plümpel hat er daran gezeichnet. Das ist schon krass, ne? Also, es ist wirklich krass. Guck mal, auch hier, dem Bereich ist hier dran. Dann haben wir die Meterangabe hier drüber. Die ist auch dran mit R100. Steht hier. Also, ja, was soll man so großartig zu sagen? Kranker Typ. Kranker Typ. Einfach kranker Typ. Ich glaube, wir dürfen jetzt gleich ausfahren. Ich hoffe es. Aber. Also, das ist schon sehr. Sehr genau. Ich meine, ob das jetzt alles weiße Viereckchen sind oder vielleicht mal ein Pfeil. Sei dahingestellt. Aber wenn ich jetzt hier wirklich. Man muss das so sehen. Weil das Einzige, was mir jetzt im Bergel aufgefallen ist, ist hier. Dass die Leerstelle bei der Nummer dazwischen fehlt. Also 4482, Leerzeichen 046. Wenn das der einzige Fehler ist, ne? Über den ich mich jetzt hier an dieser Lok aufregen kann. Ja, und die hat keine LED-Strahler. Eieiei, die hättest du auch noch ändern müssen, ne? Also vergiss das nicht. Da bist du für zuständig als Repainter. Da kann das Spiel nichts für. Dass der hier LED-Strahler hat. Und du nicht. Ja, gut, lassen wir das. Nein, also. Warte mal, hier haben wir noch was. Hier können wir, ich habe noch was gefunden. So. Aber das kann jetzt auch natürlich auch ein bisschen schwierig zu erkennen sein. Wir haben den Streifen, der ist da. Hier sind zwei Pfeile nach oben, die fehlen. Dann haben wir hier die Gewichtsangaben, die sind da rot bei dir. Hier sind sie weiß. Dann haben wir gelbe Aufschriften. Da haben wir etwas Gelbes. Dann haben wir den. Dann haben wir das Loch und dann kommt die Angabe. Und die Angabe ist wieder da. Also, ja. Wir können hier nur jammern auf hohem Niveau. Wir haben, glaube ich, eine Ausfahrt. Jetzt ist die nächste Frage. Was heißt das Signal? Ich bin ja in der ehemaligen DDR unterwegs. Ich kenne die Signalbilder nicht. Das macht es jetzt hervorragend. Aber gut. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Schicken zu 45 km/h. Okay, kriegen wir hin. Ja. Eigentlich wollte ich Kesselwagen dran haben. Hat irgendwie nicht so funktioniert. War jetzt aber auch nicht gut rauslesbar. Wann welcher Zug hier fährt und was die geladen haben. Aber gut. Positiv ist, die fährt alles. Also kann vielleicht auch in dem einen Fall wirklich sein, dass diese Lok überwiegend von Kesselwagen eingesetzt wird. Aber letzten Endes fahren sie überall mit allem möglichen Kram. So. Sollte vielleicht mal Fernlicht ist an. Ja, wunderbar. Eine Sache, die mir an TSW wieder auf den Senkel geht, ist natürlich, dass die Ampel so runterblinkt. Aber
Gut, man kann nicht alles haben. So, was heißt das Signal? Ich weiß es nicht. Ich guck mal, was sagt der denn hier? Tempo 60 aktuell. Was sagt er mir hinter dem Signalbild? Schreibt es mir in die Kommentare, was heißt das? Also wir haben hier jetzt einmal gelb-grün, wahrscheinlich ein Langsamfahrtempo 40. Wofür sind die Punkte hier drunter? D ist für Dresden, denke ich mal, aber wofür sind die vier Punkte? Ich habe keine Ahnung. Achso, ich hätte drücken müssen. Genau. Ich weiß es nicht. Ich fahre jetzt mal meine 40 hier. Dann werde ich wohl auf der richtigen Seite sein. Und wir jetzt hier... Von wo aus fahren wir denn? Von da... Dann fahren wir aber... Wir fahren trotzdem die komplette Strecke ab, ne? Mhm. Noch eine Raildocks, aber nicht heute. Aber ich weiß noch nicht, ob die morgen kommt oder zum Wochenende hin. Da müssen wir noch mal gucken. Nachdem es passt. Weil ich war ja letzte Woche noch im Urlaub. Habe ich jetzt nicht erwähnt gehabt. Ich habe einfach überarbeitet, aber ich war noch mal ein paar Tage auf Borkum. Ich gehe davon aus, es war schön. Weil aktuell die Aufnahme ist noch vor dem Urlaub gemacht worden, aber gut. Die Raildocks-Geschichte wird erst nach der Borkum-Reise aufgenommen werden. Aber war, denke ich, wird es gut gewesen sein. Vielleicht erzähle ich euch davon ein bisschen in der nächsten Folge dann. Also, wenn wir dann die Raildocks angehen werden, weil ich gehe nicht davon aus, dass ich es noch schaffe, heute die andere auch noch abzudrehen. Nee. Ja. So. Jetzt war eigentlich schon über den Leuchten. Ich habe keinen blassen Schimmer. Man sieht einfach nichts. Man sieht wirklich nichts. Ich kann auch nicht mal das Gegengleis erkennen. Ich sage aber, wir dürfen jetzt auch unsere noch. Wie schnell und wie schwer sind wir eigentlich? Ach. Okay. 1000 Tonnen. Das ist okay. Komm mit Leben. Ja. Dann geht's auf nach Dresden. Auch eine sehr schöne Strecke, die wir eigentlich viel zu selten fahren, ne? Aber egal. Ich bin auch mal gespannt, was dann morgen in der Roadmap verkündet wird, also. Ich rede jetzt wieder von heute, dem Mittwoch. Und mal gucken, wann dann auch die neuen deutschen Strecken kommen. Wobei ich wirklich festgestellt habe, wir haben Strecken, die fahren wir echt zu selten. Also die englischen Dinger mache ich ja so ohnehin relativ selten. Wie schnell ist die überhaupt? Sagen wir, machen wir die AFB an. AFB, AFB, AFB. Oh. Zack, wunderbar. Nur daran denken, wenn wir einmal stehen, haben wir echt die A-Karte. Da kommen wir nicht mehr weg. Ja. Ist halt so, wie es ist. Also schlimmstenfalls kommen wir nicht mehr weg. Oder hat das Spiel ja irgendwie so ein paar Fehler mit? Keine Ahnung. Ja.
meine, auch wenn man nichts erkennt, das sieht schon cool aus, ne? Das sieht wirklich cool aus. Oh, ein Licht. Zum Fahren zu sehen. Ah, das rechnet immer noch so ein bisschen. Und ja. Ich glaube, könnte wird stärker, wa? Ja, es wird stärker. Ja. Ein Licht an. Scheibenwischer auf ein. So. Ist aber echt ekelhaft, das Wetter gerade. Siefer. Aber wirklich ekelhaftes Wetter. Naja, was wir mal machen. So. So, jetzt hier. Ach, Gewitter sogar noch. Eieiei. Fernlicht aus, Fernlicht an. Oh, 130, ach. War eh so schnell. Ah, das hab's wild. Cool, ja. Das haben wir auch schon ewig nicht mehr gehabt, ne? Muss man ja auch ehrlich sagen. Beeinflussung. Oh. Man sieht aber fast gar nichts. Versuchen wir nochmal. Moment. Boah, das war jetzt auch cool. Und er verschwindet in der Suppe. Verschwindet wirklich einfach nur im Nebel des Grauens. Boah. Nun ja. Ist halt so, wie es ist, ne? Einzig Schöne hier an der Strecke ist, ich meine, er sagt zwar immer über einen Ort fahren, heißt er, die Strecke lädt aber auch nur mal so ein paar kurze Blöcke und nicht die komplett, also die ganze Fahrroute ist noch nicht berechnet, sondern nur immer von Bahnhof zu Bahnhof. Dadurch ist hier natürlich mehr Verkehr und auch mehr Abwechslung in den Fahrplänen möglich.
wenn man hier ein bisschen Chaos macht. Entschuldigung. Das macht die ganze Sache natürlich auch interessant. Was ich auch ein bisschen schade finde, ist ja wirklich, dass so auch mit der 182 keine Fahrten auf den Schweizer Strecken oder auf der Schweizer Strecke mit enthalten sind. Nicht mal als KI-Verkehr, ne? Weil eigentlich kann sie da fahren. Man könnte auch einfach so eine nehmen, die als 482 quasi in der Schweizer Version auch machen und auch dort auf der S-Bahn-Zentralschweiz schicken. Also so sehe nach Port, war das nochmal für Kaff? Komm gerade nicht drauf. Luzern, genau, nach Luzern schicken. Dort einen fahren lassen. Würde auch gehen. Schade eigentlich. Also das ist ja nur ein Repaint. Was man machen müste. Also so gesehen, pragmatisch betrachtet, 5 Stunden Arbeit. Okay, vielleicht müssen wir noch Integra in die Lok integrieren. Ja. Das macht die Sache dann natürlich wieder einen Ticken schwieriger. Aber ansonsten. Ich meine, die muss ja nicht mal fahrbereit sein, theoretisch. Wenn sie da diese Lok einfach nur so rumeiert. Oder man nimmt einfach eine 185, die man schon im Spiel hat. Geht ja auch. Beispielsweise die aus TSW 3. Naja, und wie ist denn eure Meinung so zur Lokomotive? Schreibt es mal in die Kommentare, würde mich interessieren, würde wahrscheinlich auch den Cat Gaming interessieren. Ja, ich meine, die Frage kommt jetzt ein bisschen blöd, weil wir auf freier Strecke sind und ja, zeitlich auch hervorragend, weil man sieht einfach gar nichts. Aber gut, vielleicht haben wir ja gleich nochmal den Moment, dass da irgendwie so ein Bahnhof kommt. Oder vielleicht auch hier an der Straße. Dass wir jetzt was erkennen kann. Oh, sieht schlecht aus, Leute. Sieht schlecht aus. Jetzt. Jetzt kommt da was. Also, wie findet ihr die Lok? Schreibt mal in die Kommentare. Zu mir persönlich gefällt es schon mal sehr gut. Die Blitze gefallen mir auch gut. Also vielleicht so TSW2 Blitzen sind hier echt cool. Weil man hat halt sehr nahe Einschläge, eigentlich müssten die meisten eher so im Hintergrund sein, ne? Aber. Der da, das ist schon besser. Eieiei. Mal gespannt, wie lange das Gewitter anhält. Ob wir bis zum Ende der Fahrt Gewitter haben oder ob es gleich einfach mal schlagartig trocken wird. Oder geht es vielleicht doch in Schnee über? Keine Ahnung. Keine Ahnung.
Momentan sieht es einfach nur nach Gewitter aus. Die Hälfte der Strecke haben wir jetzt gleich. Dumm, die dumm, die dumm, die dumm. Schade. Ja. Warte. Da, da, da ist ein Hauch von Licht durch die Straßenleuchtung. Oh, weg ist er. So. Sifa. So. Die so knapp am Bahnsteig entlang laufen, ne? Habe ich ja auch kein Verständnis für. So, jetzt habe ich ein Problem. Das hat jeder Lokführer zwischendurch mal. Ich muss auf Toilette. Was mache ich jetzt in dem Fall? Schreibt es mal in die Kommentare. Was würde jetzt ein Lokführer machen, wenn er jetzt auf Toilette ein großes Geschäft macht? Und auf einmal auch dringend muss. Sifa. Schaut's in die Kommentare. Würde mich jetzt auch mal interessieren, wie haben das die Lokführer unter euch, falls ja einer von euch zwischen ist. Wie geht man damit um? Man kann jetzt ja nicht auf Fahrstrecke einfach anhalten, ne? Also wenn man jetzt hier wirklich ganz dringend auf Toilette muss. Weil ist ja echt so eine Sache. Manchmal hat man das ja auch so, dass man wirklich am besten sofort auf Toilette geht und nicht irgendwie noch 10 Minuten wartet oder 5 oder auch einfach nicht halten kann. Was macht man da als Lokführer? Beispielsweise bei Sifa. Durchfall. Was macht man da?
Beeinflussung. Das haben sie doch jetzt keinen Sieg Verzwangspunkt reingehauen, oder? Obwohl ich aufgestanden bin. Komisch. So. Ja. Ist der jetzt am Blinken oder ist er nicht am Blinken? Er ist am Blinken. Was heißt das Blinken? Leute, ich habe keine Ahnung. Zugbeeinflussung. Ich habe keinen blassen Schimmer, was das Blinken heißt. Aber es gibt auf jeden Fall keine Zugsicherung oder so, die jetzt so angefangen hat, PCB-technisch. Ich weiß es nicht, was heißt das grüne Blinken? Keine Ahnung, ich fahr einfach mal weiter, wird schon schief gehen. Bestimmt, was entgleisen war, mehr kann nicht passieren. Mehr kann nicht passieren. War ja grün. Er blinkt weiterhin. Ist das jetzt eine Langsamfahrt oder was soll das sein? Aber wieso haben wir jetzt hier unten grüne Punkte, die leuchten? Ich habe keine Ahnung. Wo müssen wir wahrscheinlich mal gleich rechts abbiegen, ne? Irgendwie eine Langsamfahrtstelle eigentlich mit der 40, kann das sein? Ich weiß es nicht. Ich würde es auch, glaube ich, gar nicht wissen. So, wir gehen jetzt hier ins Gegengleis. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Und jetzt hier direkt erstmal voll nach Eisen gehen zu können. So. Ich glaube, wir müssen uns doch durchlassen. Kann das sein? Ja, kann sein. Wieso haut er mir jetzt so durch eine Bremse rein? Das sind auch so Sachen, die ich nicht verstehe. So, du hättest eigentlich fahren müssen, Kollege. Jetzt stehe ich natürlich auch noch auf einer Rampe, ne? Ich habe ja mir echt jetzt den besten Platz rausgepickt zum Anfahren, ne? Bin ja ehrlich. Das ist wahrscheinlich die schönste Stelle, um überhaupt mit dem Zug anzufahren. Bei Regen.
krieg ich nicht weg. Zugbeeinflussung. So. Fährst du denn rückwärts? Ja, das macht er. Jetzt ist er in Bewegung. Jetzt komm. Haben. Aber ich komme hier nicht mehr weg. Ah doch, wir kommen weg. Ja, endlich. Na, immerhin. Gut, also eigentlich wollte ich da oben am Signal stehen. Egal, stehen wir heute auf der Brücke. Naja, sehen wir, wenn es da gleich weitergeht. Jo. Noch haben wir halt. Aber wir müssen ja eh erstmal warten, bis der Güterzug wieder in den nächsten Block reingefahren ist, der gerade an uns vorbeigefahren ist. Und vielleicht ergibt sich da ja gleich trotzdem noch was. Aber vielleicht einen Rutsch durch können bei dem roten Signal. Ich glaube nicht, aber vielleicht haben wir Glück. Wir werden es gleich sehen. Wer hier weiterfahren darf, wer nicht. Ich bin mal gespannt. Aber wir dürfen. Ja, dann gehen wir mal los, ne? Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. So. Weiter geht's. Auf nach Dresden Mitte, nicht ganz so viel Leistung, sonst haben wir wieder durch den Räder. So.
So. Dazwischen und noch ein Windgrün. Ach, da hinten war sogar meine Lokomotive. Oh, was Schönes. Oh, noch gute 10 Kilometer. Dann sind wir auch schon wieder am Ende unserer Reise angekommen. Ich gehe mal darum, denke ich. Ich gehe mal schön im Halt. Ich glaube, ich gehe mir dann Halt, ne? Oder, naja, wir könnten noch Glück haben. Das Problem ist ja, wir haben jetzt den Zug vor uns. Je nachdem, wie schnell der unterwegs ist. Kann es natürlich sein, dass wir den die ganze Zeit jetzt hinten auffahren. Mal abwarten. Aber ich denke, wird gut gehen. Okay, dann blend mich, weil ich wäre nicht danach. Ist okay, mache ich auch mal. Genau. Ich weiß auch nicht, ob es noch am Rechner ist oder nicht. Man erkennt einfach gar nichts. Seht ihr hier schon Sternbilder im Spiel? Ja, für uns ist der kleine Wagen da. Aha. Ich glaube schon. Da rechts ist, glaube ich, Orion. Also wenn sie wirklich den echten Himmel abgebildet haben, nicht schlecht. Sehr geehrte Autos, in wenigen Minuten erreichen wir die Verladerampe in Dresden. So, erstmal müssen wir runtergehen auf Zugbeeinflussung. Ich hoffe, da haben wir jetzt keine Zwangsbremse rein. Nicht gemacht. Das ist schon gut. So.
das eigentlich in dem Fall? Ah, okay. Also ab jetzt darf ich dann wieder 80 fahren. Also auf 70 runterbremsen, dann 80. Hm. Na gut. Machen wir so, ne? Oder? Ja. Antun wir das doch genau so. Hier durch Dresden-Mitte. Auch ein sehr schöner Bahnhof meiner Meinung nach. Naja. So. Aber ich dachte gerade, das wäre Dresden Mitte gewesen. Hm. Komisch. Naja, wie auch immer. Ach, es ist immer noch Gewitter am Start. So. Jetzt wird es noch interessanter. Wir gehen mal auf 50 runter. Zugbeeinflussung. Ziel erfüllt. Gut, und 2 Kilometer sind wir am Ziel unserer Reise angekommen. Zugbeeinflussung. Gehen wir es einfach mal. Rollen da jetzt einfach so gemütlich hin. Aber wie gesagt, ich gehe davon aus, es geht gut. Licht aus. So. Zugbeeinflussung.
Na ja. Das geht mir gerade wieder ein bisschen so. Sifa. Ja, Sifa. Sifa. Sifa ist klar. Ah, nochmal 50 Meter. Ah, geht jetzt relativ zügig. Interessant, ich wusste bis gerade noch nicht mal, diese Lok hier spawnt. Okay. Läuft. Lalalala, zu links haben wir jetzt den Hauptbahnhof. Hier sieht man natürlich auch viel von. Eigentlich nix, aber ich weiß es. Wir haben auf jeden Fall links die Wand davon. Und ja. Bleib mal davor gleich mal rein. Alles in allem hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, gebt dem Ganzen einen Daumen nach oben. Wenn ihr eingeschlafen seid, dann schlaft weiter. Ja, der Ring ist sehr beruhigend. Na, muss man ja schon sagen. Also, ich merke es gerade selber. Wir haben einen helllichten Tag. Und ich bin hundemüde. Zugbeeinflussung. Aber ist okay. So, das kann ich schon mal wegnehmen. Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung. Meter genau. Ach, jetzt muss ich auch noch mal 10 Meter vorfahren. Na komm, wir fahren die 10 Meter nach vor. Will er wieder nicht? Ah doch, er kommt. Gut. Hammer halten, stehen bleiben, fertig werden. So. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Oben links landet ihr nachher bei einem Video von der IGE. Unten links von der RE482 bzw. Baureihe 185. Und in der Mitte bei Transim World 3, wie immer. So, damit würde ich sagen, tschüss und bis zum nächsten Mal, euer Bauer sein.